gerissen werden. Ach so. Also scheiße, ne? Aber Und da das kommt sehen ein wir ja. E-Strich rein und der muss mindestens 3 Wochen trocknen. Ach so. Ah, das ist scheiße. In der Fall fertig kommen zum Ne. Alter, lol. Okay. Zum nächsten Bier, sage ich schon, zum nächsten Livestream. Und man sieht gerade mal ganz kurz, wie ich hier im Desktop unterwegs bin, weil das alte Bild, weil ich habe nämlich jetzt kein neues rein. Also sehen, dass das alte Bild geht schon noch, aber anscheinend geht's doch nicht. Ja, finde ich jetzt etwas scheiße. Aber erstmal egal, dann und jetzt kommen zum nächsten Lauf, zumindest im vorletzten Lauf. Der Formel 3 Liga hier. Mit dabei, Pauline, bisschen nicht vergessen. Und der Clocky Master. Morgen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Dann Dinger schreibt, warte mal, ich rufe mal ganz kurz her. Er will in Teamspeak aufgenommen werden. Hallo? Hi. Ach du Scheiße, ich drehe das. Würdest du erstmal Hallo zum Livestream sagen? Hallo. Würdest du bei uns bleiben oder wie? Ja. Es sei denn, die anderen haben was dagegen. Leute, ich bin auch der Erste, das muss ein Schiss. Panis Mutter in doppelter und Dog Racing Paul aktuell. Easy. Ja, gut, dann bleibst du jetzt einfach bei uns. Hallo, hier ist Dinger. Wer ist bei uns? Dannielinger, Maxi genannt. Alles klar. Ja, ein vorletztes Mal hier mit meinem Dienstwagen fahren. Und ich darf heute in den Dienstwagen von Excribo fahren. Genau, du bist dort. Excribo ist halt Wotens Clan. Ist halt Wotens Clan. Ich fahre in meine beschissene Karre. So, ich muss mich erstmal gucken. Weil wer jetzt kommt zum nächsten Lauf und ich, was ich ganz kurz sagen kann, und zwar ist alles klar. Ja, und zwar findet ihr unten hier im Video. Alter, hier fahren aber gerade zu viel raus. Und zwar findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zur Anmeldung für das Formel Hybrid Rennen, wo wir wieder fahren, wer es noch weiß, das legendäre Australien Rennen der damals. Kann sich damit eintragen. Aktuell sind 2 Force Indias, glaube ich, wenn es richtig liegt. Ein McLaren, ein Sauber vergeben. Ja, das sind alle. Sauber brauchst du ganz lange nachdenken. Wie ist das? McLaren. Ja, das ist an einem Freitag. Welche Uhrzeit? 20:30. Wann? So spät? Ja, vorher ist noch eine B2-Liga. Also das ist am anderen Tag verschieben? Nee, ja, leider nicht, wahrscheinlich. Weil jetzt ist es schon draußen. Warum? Was ist noch? Ich würde gerne mitfahren. Ja, dann, wo musst du denn eigentlich immer hin? Jetzt Achtung, im Livestream 3 Zuschauer. Das ist scheißegal. Ich weiß es nämlich. Ja, nee, aber weißt. Dann, weißt du was, dann setzt du einfach mal aus mit dem Pumpenpunkt und ja. Praktisch. Dann passt doch, alter Kiesbett. Ja, geil, Kiesbett. Was ist Cap? Heute welcher Tag ist das eigentlich? Freitag, wie immer. Ja, aber ich meine, Datum her. Boah, wer kommt denn da jetzt, ey? Alter, what the fuck? Freitag 20:30 und vorher ist noch eine B2-Liga an dem Tag. Also quasi 2 Events hintereinander. Ja, hast den Gläscher. Wir können leider die Events nicht anders legen. Geht Samstag nicht. Samstag wird dann wahrscheinlich in der Zukunft gehen. Wir müssen mal gucken, weil Samstag ist ja dann auch ab Mai noch was, ab Mai. Ab sagen wir mal August was anders. Weil ich weiß, wovon ich rede. Und deswegen, ne? Werden wir die Events dann wahrscheinlich immer Freitag fahren müssen. Aber dann wahrscheinlich freitags auch ein bisschen früher. Ja, noch früher. Ja, soll ich noch später machen oder wie? Ehrlich, das passt jetzt schon, aber ich meine so. Ja, ich meine, halt eine halbe Stunde vorziehen, meine ich. Also so um 20 Uhr beginnen. Genau, mit Quali Start quasi. Ja, das ist gut. Das meine ich ja damit. Ne, GT3-Liga ist ja dann um 19:30 bis 21 Uhr, ne? Also quasi 30 Minuten Training, Qualifying und dann halt eben das Rennen da. Was circa so eine Stunde geht, wovon ich davon aber noch nichts sagen kann, ne? Wie lange das dann geht. Wie viele Runden fahren wir dann? Das steht immer im Rennklang drin, steht das. Ich weiß, ich merke mich, also ich glaube alle Walle Jünger, ich glaube 39. Welche Strecke fahrt ihr überhaupt? Also nicht 100%. Nee, nicht, also was heißt 100 halt, eine Stunde. Ja, aber 100% vom Rennen normal. Ja, ich. Achso, vom Barcelona Rennen meinst du? Ja. Ja, klar, 100%, 66 Runden. Geil. Und Glocki, was war? Scheiße. Nee, passt schon.
Tesla ist eben noch. So, gucken wir mal, ich bin richtig langsam gerade. Nur eine 38,6. Hat er jetzt schon 2 Zehntel davon, hat irgendeinen gedreht? Ja, ich war's. Pass auf, ich komme da nämlich gleich hin. Ich war's nicht. Licht auf. Balli, Vorsicht! Danke dir. Bist schon im richtigen Auto, Gott sei Dank. So, gucken wir mal. Bin gerade 4 Zehntel fast schneller aufgerundet. I love it, drift with the car. Naja, die liegt eine da auch bald, soll heißen, ja. Oh. Aber der neue kommt ja bald am 8. Ist auch nicht mehr so lang hin, ne? Heute habe ich ja mein 98. Liga-Rennen, also bald geht's die Jubiläum. Habe ich den Fehler meines Lebens gemacht, den nachher noch aus Versehen den ersten geschaltet? Das ist kein Fehler. Ich fahre die immer im ersten. Wenn ich dann den ersten fahre, dann dreht es mich beim Runterschalten weg. Aber wenn du zu früh runterschaltest, ist klar. Ja, nee, ich bin auch im zweiten ganz lang und dann habe ich plötzlich den ersten durchgeschalten. So just for fun quasi, ne? Aber egal, vom Misslasser. Da war er mal beim WM-Konkurrent, aber Rang des letzten Rennens ja nicht mehr. Ja, gestern war der Partnerschaftsrennen, ist gegen für mich scheiße, leider. Gestern Rennen war geil. Ja, für mich nicht, ich hatte Frühstart. Timo schießt immer geradeaus, was ist da los? Was, Timo? Fuck. Wie nehmt ihr die Arena in welchem? Eingang. Hat keiner gesehen, okay? Eingang und Ausgang. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mal. Gut, hat echt keiner gesehen. Ja, was denn? Oh, scheiße. Lab will incomplete, alles klar. Den kann ich eh schon vergessen. Boah. So. Shadow hat sich ja jetzt ausgetragen und jetzt ist er wieder Ersatzfahrer, ne? Was ich auch nicht so in Ordnung finde. So, gucken wir mal. Ja, vor mir ist Palli, Alter. Läuft. In 12. mit der Zeit. Ja, ich bin 13. Alter, das ist doch nicht wahr. Was fahren die denn für Zeiten? Aber ich kann ein Zehntel kann ich euch noch rausnehmen, dann krieg ich Spider Rider. Racing Dude ist auch mal wieder mit dabei, 17 Leute, immerhin. Ah, das ist der Racing Dude schon. Aufhängen. Ich habe überhaupt kein Setup. Ich auch nicht. Weil wegen der Variante jetzt. Was ein Setup ist? Was ist das? Setup, das ist die Verfeinerung eines Autos. Alles klar. Dankeschön, ich kann nämlich nicht raus. Oh scheiße, ich hab gerade mal Licht angemacht. Nochmal, was klingt der ja. Noch ich hab eine Frage. Bist du besoffen? Nee. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Wieso? Weil du dich so komisch und behindert fällst. Du bist behindert. Besser, Alter. Sag doch erstmal meine Zeit ins Bad, du Cheater. wie einfach. Ich schlag erstmal meine Zeit in Binocle, bei Regen und bei Trocken. Übrigens, Palli, ich werde vielleicht nochmal einen Track zu Binocle machen, ne? Aber Palli, gute Idee, ich könnte mir ein Bier holen. Oh fuck. Eine Himmel ist los, ey. Scheiße. Eine was? GmbH. Ja, geh mal Bier holen. Ja, die G mal Bierhorn GmbH. Kann mir jemand ein Setup geben? Ich hab selber keins. Das habe ich auch schon gefragt. Kann mir jemand vielleicht eins geben? Sind hier die ohne Setup Crew? Ja, Setup. Hinter mir ist Hamburg, ist das schlimm? Und Glocki ist auch dahinter, okay. Ja, sind in der Tat, das ist schlimm. Was? Ist das ja kein Setup haben? Ja, ich weiß. Ich hab gefurzt. Oh, Hamburg hat sich gedreht. Ich bin im Training noch eine Sekunde schneller gewesen schon. Wow, fährt er nicht mit? Nee, der hat keinen Bock. Er würde schon, aber es ist schon zu spät. Niklas, der hat immer ein Setup für mich übrig. Dann schreiben bei WhatsApp an. WhatsApp? So, we thank a good race result to the end, please, please. You have another team and his name is Pilotofical. And yes. Geht heute gar nicht mehr da, läuft. Using your channel to level up. Bräh. Guck mal, die Linie von Close Memo. Alter, ich bin so scheiße.
Ja, das wisst ihr schon. Als Mund. Also, ja, es ist unser Spruch hier. Als Mund. Genau. Ich will sagen, mal Hals Maul und wieder so Hals Mund. Bisschen milder. Ja, genau. Der Österreicher schafft an. Oh, da hat's Racing Duke gedreht. Und ich komme auch raus. Scheiße. Man lenkt schon weiter. Naja, es geht, aber es ist. Ja, geht. Hört man es wenigstens im Stream? Ja, leider. Was denn? Sein Lenkrad. Du fährst heute auch wieder mit Lenkrad, oder? Ich? Ja, du. Ne. Hä, warum fährst du dann gestern mit Lenkrad und heute wieder nicht? Ja, weil irgendein Fehler drin ist im Lenkrad. Loi. Hat man ja gestern gemerkt. Bei meinem Maulwurf war schon vorbei, dann ging das Gaspedal plötzlich nicht. Naja, du bist ja dann irgendwie voll gegen die Wand gefahren. Und auf einmal lenkt dich ein. Und im Spiel lenkt überhaupt nicht ein. Naja, dann bist du ja gerade rausgefahren, ne? Gegen die Wand. Ich war ja da direkt dahinter. Wollte Jakob mal so fragen. Naja, mein Ash-Look ist immer noch schön zu sehen, perfekt. Meine weißen Handschuhe, die erinnern an Stroy. Und ja, vom 1 ist er wieder in Sochi, ne, dieses Wochenende. Bin gespannt, ob es da jetzt irgendwann mal einer beim Start in der ersten Kurve umhauen wird. Alles klar. Wer war da? Von wem denn? Ja, von Niklas. Oh, ich bin gleich wieder eine halbe Sekunde schneller. Und das ist ja Palli und Glocki, glaube ich sogar. Wenn ich schaffe. Kannst du uns das vielleicht auch geben? Also zumindest deinem Lieblingsstreamer. Oh ja. Nein, nein, den geilsten YouTuber der Welt, Palli Dogs. Bräh. Wie viele Abonnenten? Was? 4. Ja, alle mal Palli abonnieren. Danke, danke. Die sind natürlich auch. Bräh. Beim eigenen Livestream sagt wer anders, dass er das nicht mehr abonnieren soll. Alles klar. Wo leben wir denn hier? Sag mal, kannst du in der Box so, dass Timo hinter mir vor mir ist? Ja, was denn? Palli hat letztes Mal Motor schon gehabt, schon, ne? Oh, 4 Zehntel schneller, komm jetzt. 12. Easy! Palli vorbei. Fick dich, Sen. Oh, scheiße. Ich war jetzt in der 2. Kurve 2 Zehntel schneller, aber nee, Runde ungültig. Okay, es fehlt mir 7 Liter Sprit. Guck mal, was ist jetzt geworden, wer? Guck mal. What? Jetzt sag ich euch mal, wie viel okay, Sprit ihr fährt. Meine Zeit holt ihr nicht mehr. 36,3. Bräh, wie viel da bist du? 7. Läuft. Alter, wenn Glocki, wenn du mich jetzt auch noch in der WM überholst, ey. Alter, ich bin gerade 15 schnell und das wäre easy eine gültige Runde gewesen. Aber damit wäre ich. Doch, damit wäre ich knapp, glaube ich. Nee, doch nicht. Von mir Spider Rider. Die war eine schlechte Runde. 13 schneller sind Quali. Oh, da nice Quersteher. Wird schon wieder so. Alter, ich war 18 schneller. Boden, dein Kopf drin oder was? Boah, Alter, ich wär easy 1000 Mal schneller. Ja, der Farmer! Ja, ich geh mal kurz an die Box mit Sprit. So, Heini. Das ist noch mein Setup einstellen. Danke. Alter, du verpasst mir seine Box, ey! Alter, ich sollte eine Boxen-Anfahrt darf ich mich nicht schwächeln. So we need a good result. You're on P12, that's a good pace for points now. Kannst du mal bitte die Fresse halten? Nee. Welches Rennen ist das letzte? Mugello, nächste Woche 4.5. Das ist am Finale der Formel 3 League, wir sind von Grubacher. Brauche ich für Mugello? Nee. Ich glaube schon. Also du brauchst quasi nichts. Und der nächste, der erste Rage Quit heute. Nee, ich meine, ob ich da irgendein DLC oder so brauche. Ich glaube nicht, nee. Außer die Mod. Formel 3. Formel 3 Mod, das ist mir scheißegal, geht okay. Ich raste nicht, wie ich die Reifen wieder blockieren krieg. Achso, willst du die Reifen blockieren lassen? Nein,
ich sie nicht zum Blockieren drehen. Dreiviertel Gas. Mit Gefühlbremsen vielleicht. Weniger Sturz vorne? Ne, ich fahr mit 4,8er Minus Sturz vorne. Was? Ich fahr Standardsturz, was ist denn das? Easy. Minus 4,8er. Das ist ja gar nicht mal dann so schnell. Au. Was? Weil du dann in leichte Kurven nicht den kompletten Druck drauf hast und dann du auch Unterstand bekommst. Ah, dann, wieso bin ich jetzt, noch 14? Hier eine leichte Kurve, das ist Kurve 2 und die Haarnadel. Pass auf allen vier rein. Und dann die vier nach der Haarnadel. Jogmaster? Ja, was? Hast du auf allen vier Reifen 4-1? Nee. Hinten Standard und vorne 4-1. Ich hab, warte mal, ich brauch so einen Reifen. Wo ist denn das? Sporne ist der Sturz minus 4,8. 4,8? Ja. Alles. Und hinten ist der Sturz minus 2,7 bei mir. Okay, dann stelle ich das auch mal so ein. Also, hast sonst was verändert, was du mir sagen kannst? Eigentlich nicht wirklich. Die Übersetzung habe ich angepasst für mich. Was hast du denn da reingestellt? Viel. Ich sag mal. Ich benutze den ersten Gang mit. Den ersten Gang ganz hoch gedreht. Alles klar. Zweiten Gang ein bisschen mehr, dritten Gang ein bisschen mehr, vierten ein bisschen mehr. Was hältst du denn im zweiten, wenn ich kann? Ja. 136. 136 im dritten? 161. Ja, das habe ich auch, ja. Und dann 189. Das habe ich auch. 221. Habe ich auch und 263. Und 243. Fuck off. Die 6 ist hier viel zu lang. Stimmt. Und das Final Gear Ratio hast du Standard? Das ist so gelassen, ja. Okay. Der Reifendruck habe ich gelassen, der passt eigentlich. Ja. Mit Aero habe ich auch gelassen. Balance auch. Na dann, los geht's. Ich alles gelassen. Nochmal, Glocki, kannst du das nochmal wiederholen? Lol, das los ist halt vor mir die Boxengasse. Ich habe übrigens die letzte Boxengasse denn. Die zweite hast du. Nee, ich hab die letzte. Nee, ich. Achso. Das ist umgedreht, weil ich hatte immer die erste. Alter, wäre ich ein Zehntel schneller. Nee, wäre ich zwei Zehntel schneller, wäre ich fünfter. Glocki, kannst du dein Setup bitte nochmal wiederholen? Fotze. Sehr gut. Ja, jetzt mal ernsthaft. Gears. Vorher so gehört der Vladafotze. Ja, irgendwas mit 200 was. Also nochmal. Für Gears. Erster Gang 108 km/h. Ja. Ich benutze den ersten Gang mit, okay? Ja. Zweiter Gang 136. Ja. Dritter Gang 161. Ja. Dann 189. Ja. 221. 221, ja. 243. Was, nur 243? Okay. Ja, das zieht ja sonst nicht. Und Sturz, wo kann man den nochmal einstellen? Da. Eine Anpassung. Sturz, RV und LV, oder hast du 4, irgendwas, ne? Spur vorne ist minus 4,8. What the f***? Das habe ich, gleich hab ich mir auch gedacht. Das lässt sich echt gut fahren, wenn ich What fahre. The fuck? Ist ja das fast schlecht, am Limit ist er das. Ja, dann hinten. Minus 2,7. Aber wenn ihr mir jetzt die Position wegnimmt, Alter, ich kill euch. Ja, ich doch eh nicht. Und hinten hast du auch 2,7. Hinten ist 2,7 minus. Und Spur immer jeweils? Was? 16, oder? Und 17 und 17. Ja, da habe ich nichts verändert. Gut, und sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Ich test's mal. Willst du es gut fahren, Pali? Ja. Na, ich test es mal, gucken wir mal. Pali, ne, ich hab die erste Beatbox, was jetzt wurde, weil wir ja in dem Team sind. Nice. Vorher hatte ich immer dann die Front und Glocki hat die vorletzte. Ha! So, ich test's mal, Glocki, ne? Vielleicht bringt es mir ja irgendwas, vielleicht zum PC oder sowas, egal. Oh, da ist der Pali, grüß dich. Solange ihr mich nicht überholt. Dann so 0,01 schneller als Glocki. Das wäre interessant. Dann musst du mich freiwillig vorbeilassen. Ja. Musst du dich vorbei schleichen. Dann lass dir schon irgendwie Platz. Sei nicht vergess. Wow, what the fuck? What the hell? Der Wagen zieht ja wie sonst was. Okay, aber ich finde einfach besser, hab's very much. Geht's gut? Ja, also auf der Graben ich wieder langsamer als vorher. Ja, auf der Graben ist klar. Guck mal, wie ich. Erste Gang Haarnadel, oder? Ich verbremst mich in meine Haarnadel. Alter, lol, das geht ja voll gut. Haarnadel bremst sich ganz kurz vorm 100-Meter-Schild. Dafür hagel ich die Gänge runter ohne Ende.
Den uns ist los, ne? Den will ich mal lieber vorbeilassen. Ja, mach ich jetzt auch gleich. Hört man. Das war Glockis. Ja. Tut mir leid. Aber Party weiß. In Hamburg auch gleich noch. Ich wollte Mann, nur andeuten, dass man hört. So, ja, ne, wegen Hamburg noch. Ja, es tut mir leid, dass man es lenkt. Jungs, ihr seid beide gerade hinter mir. Lol, Snowden hat sich gedreht. What the fuck? Und Hamburg auch! Alles. Hinter uns ist voll die Armee irgendwie, kann das sein? Ja, glaube ich. Oh, ihr seid da vorne. Ja, ich bin der Erste. Pai, bitte lass ein bisschen Abstand. Da bin ich jetzt hinter euch. Ich weiß, Alter, wie gut kannst du mit dem Alter? What the f- Fisch? Guck mal. Weil sofort RIP findet. Kein Wunder, dass du doch nicht gebremst hast, Glocki, wo du mir fast hinten rein wärst. Oh, wer ist der? Alter Falter, ey. Kennt sich da im Setup aus, aber spielt das Spiel fast nie. Ja, ich hab gleichzeitig einen Abtrieb ein bisschen runter. Bin aber gespannt, ob es das jetzt irgendwas bringt, weil ich bin 2 Zehntel langsamer. Ja, dann muss ich die Kurve halt auch schnell nehmen. Ja, ich weiß. Dann aber alleine hilft nichts, du musst schon schnell fahren. Ich weiß schon, aber irgendwie verliere ich gerade auf der Geraden und vor allem die Kurve vor der Gerade irgendwie 2 Zehntel. Und ich fahre die noch. Ich fahre gerade so 30 so Ende, am Ende der Geraden. Guck mal, ob ich mich in der Hanale wieder vorbeibremsen kann. 233er Topspeed. Ja, hab ich auch. Alter, jetzt bin ich 14 langsamer. Hohe 14, jetzt mittlere. Ich bin gleich schnell wie vor. Guck mal. Oh, mega auf für euch. Ja, bremst. Ich guck jetzt gerade mal. Jetzt hole ich wieder meine 13, wo ich habe auf. Da kann man noch Craig C. Ich kann nicht nach vorne. Oder kommt noch einer. Was, die nächsten zwei? Und die hier lopfe ich nur kurz. Ja, ich auch. Mann, das war die Wiese. Das war nicht so gut. Es ist los hinter mir, ja gut. Der ist schnell, oder? Keine Ahnung. Der ist aktuell der Erste, soweit ich weiß. Lol, Timo steht verkehrt rum. Geisterfahrer. Geisterfahrer auf der auf dem Hockenheimring Boxen und Einfahrt. Nur eine 1,385. What the fuck? Jungs, ich kann mit euch jetzt wieder Wetten abschließen, dass King of Rebels im Start gedreht wird. Ja, und dann so wirst du gedreht, ich wette. Der King of Rebels hat immer das Pech im Rennen. Ja, ich ja, ja auch, vor ne? 2 Wochen. Ja, Monster, ne? Jetzt bin ich nur 1 Zehntel langsamer. Aber mit Glockis komm ich nicht irgendwie so rein, ich weiß auch nicht warum. Also das von Niklas schon besser, aber ich bekomme keine Runde hin. Dann kannst du es ja mir mal geben, dann teste ich es mal. Also ich habe 233 Topspeed. Topspeed muss ein bisschen höher werden. Oh, ja, ich nehm die Horn, Alter, was geht da hinter mir ab? Ich halte dich hier ein bisschen ab. Alter, was macht ihr da hinter mir? Von mir? Von mir auch. Von mir hast du es gehört, oder? Von dir habe ich es gesehen. Fetten Rückspiegel. Ich fahr die Hand am ersten, habt ihr gesagt. Ne? Ah, das Nosen hat sich wieder gedreht, oder wie? Was macht ihr da hinten? Ich hab mich weggedreht. Nein! Alter. Euch. Hi. Ja. Morgen. Alter, wie viel kommen denn da jetzt? Ja, Snows. Alter, jetzt kann ich noch mehr warten. Oh. Pally kommt auch noch. Der Alter, da hinten kommt nämlich schon wieder einer. Komm vor. Aufs Gas und einlegen. Alter, da hinten kommt einer, ne? Naja. Rechts vor links, ne, heißt bei dir noch. Richtig, so rechts vor links. Links lenken, um nach rechts zu fahren. Bäh. Richtig. Alter, der kommt ja schon quer, bevor er in die Kurve fährt. Gut, wir fahren mal was mit dem Wind. What the f***? Okay. Was macht jetzt er da draußen? Keine Ahnung. Danke, da steht der Nächste. Wenn das im Rennen ausläuft, dann bin ich froh.
Ja, ich hab mehr Tasten wie du. Ja, hast du. Push mir nein! Ich hab dich nicht berührt. Okay, jetzt weiß ich, wie ich mich reinbremsen kann. Oder den Indian, I'm 7 Central langsamer. Das war. Komm, Holly, fahr mal voll mich rein, am besten. Was? Aber egal. Oh, da steht irgendeiner, Timo! Ich kann nix. Da stand irgendeiner, deswegen. What the fuck? Hab ich! Ist klar, aber ist geil. Oh. Wer ist denn da? Bitch! War ja gerade geil. Now, so we think that's it. P13, P14. We have Pass-Kühl. And, lol, ich bin auf der Tabelle bin ich 14. und im Spiel bin ich 13. Alles klar. Ich hab abgefangen. Oh, I rescued my car. What the fuck? Ist das so eine blöde Kante drinnen, ne? Yeah, we think that's it, P14, that's really not so good result for us team, but yes, we think that's it. That's a good idea, that's a good result. But no, we don't see this on the race, please try to score any points for us, please. Thank you very much. Yeah, that is a worst weekend for us, worst weekend. Yeah, ich weiß. He's down in real life. Worst weekend for us, worst weekend. Stell dir bevor das passiert, jetzt am Rennen so. Steckst du da fest und hängst da. Guck mal, der 10. fehlt. Ah, okay, wer ist denn das? Hippo kann es sein. Was ist? Was ist Hippo? Ja, Hippo ist nicht dabei, beziehungsweise wird Alter, Niklas Müller 0,4. Alter, Craxy und Niklas Müller liegen. Wir machen da die ganze Zeit Donuts. Ich guck mal, wer es ist. AJ. Ist es Pali? Okay. Timo fällt auch nochmal eine Runde, der ist aber vor mir und der ist auch nur mal. Alter, nur 500stel oder sowas. Halli, ich hol dich noch. Ich fahr nochmal raus. Oh fuck! Oh, fuck. Halli, komm nur auf die Strecke bitte. Nein! Zu spät. Ich bin schon vorbei. Ich hab nur Spaß. Nein! Nein! Nice one. Nein! Now we think we need a good hot lap. We need a good hot lap. We need a good hot lap. Good hot lap for us, please. Ich kann auch eine halbe Sekunde schneller, aber ich bring's nicht auf die Strecke. Ich könnte auch 18. schneller. Ja, ja. Ja, manchmal ernst. So we think we need better results. We need better results for not racing, please. Come on. Aber ich bin. Rare Grand Bankrott. Bankrott fast. Das heißt Bankrott auf Englisch. We are pleite. You are fucking no motherfucker. I'm bankrott. Bankrock. Pali fährt einfach geradeaus in die Mauer. Mein Motor ist schon wieder kaputt. Ja, ja. Wenn du gerade. Alter, was ist denn das? Alter, jetzt hat noch Frontflügel angedatscht. Denn was glaubst du, wie viele Runden fahren wir? I think we need to very first Britishers. Very first Britishers. Yes, 34, okay. Na, keine Ahnung, 40 glaube ich. And 40 laps, okay, 40 laps to go, please, come on. Deine Mutter. Also wenn ich heute einen Startunfall habe, ne, ich werde auf Englisch erstmal einen Funkspruch loslassen. I'm out, I have a suspension damage, guys, box, box, box. Das ist stretch. Und dann so Carlo mal Chef von Nock Racing. Okay, send box. Box this lap. So we think safety car in this lap, safety car in this lap. Ich glaube, erstmal ist gut. Ja, diese Rennengineer, die tun sich ja fast nie verplappern. Es sei denn, es ist Walter Reporters, weil die für einen Nico Rosberg halten. den sitzt der Schmerz auch noch sehr tief, dass er weg ist, ne? Also, ich gehe nochmal auf eine Hot Lap, ne? And now I think we need a good Hot Lap. Good luck for you, please. Und send, wenn ich jetzt gleich komme, dann fährst du bitte auf die Seite, okay? No, we think don't let him go. Don't let him go. Please don't Maxi go. Will Shadow auch noch nicht schnelle Runde. Weg? Ja, der ja. Der hat sich Shadow auf nicht dein Teamkollege. Wer? Ja, ja, nee, du hast keinen Teamkollegen mehr. Dein ehemaliger Teamkollege hat sich
abgemeldet, dann wieder angemeldet als Gastfahrer. Als Ersatzfahrer. Ah, okay. Weil er nicht für Rider Racing Dings hätte was holen will, sondern für ein anderes Team. Okay. Hätte er mir nichts mehr sagen können. Ja, also beim nächsten Regel. Ja, Hippo ist eh fester Ersatzfahrer bei Tokheuer Dings hätte. Ja, der kann er bei mir auch mitfahren. Ja, nee, die sobald einer von denen ausfällt, sonst fährt Hippo nicht mit. Ja, fährt Ascara eh nicht, oder? Ja, nee, Ascara. Nee, der hat keine Rennspiele, der hat das private Problem, wenn er sollte nicht da. Er ist im Teamspeak oben. Echt? Ja, die ganze Zeit schon. Nee, der hat gesagt, genau uns fahren und ich glaube, irgendwas muss er noch mit seiner Freundin klären und da ist er am TS zwar da, aber hat er gesagt. Vögel. Nee, nicht Vögeln. Was Privat Wichtigeres. Sachen. Ja, Vögel. Alter, die Kuh fährt gerade in den Stream, ne? Ja und? Ja und? Naja, egal, also ich verschlechter mich leider. Ich glaub's nicht, mach was. It's a 138 tree. That's a 134 tree. Don't go. Jungs, soll ich euch was sagen? Ich bin schneller wie du, Sand. Echt? Siehst du? Ne, bist du nicht. Bam. Alter, ernsthaft? Boom, bitch. And we have per P13. That's not good result. So, wie viele Laps nimmt ihr jetzt mit? Oh, scheiße, beide not racing hinten. Snake? Wie viel Runden, Pali, nehmen sie mit? Die Hälfte, oder? Ja. Guck mal, wie knapp wir auseinander liegen. What the fuck? Egal. Aber wie viel brauchen wir jetzt? Ja, wie viel? Ich rechne es aus, warte. 3600, oder? Brrr. Warte, ich tu's uns ausrechnen. Wir haben, was für Rundenzeiten haben wir nochmal? 1,37,9. Mach 1,80. Mach mal 1,80er Zeiten. 95. Ne, rechnen durch den 1,40er Zeiten. Ich muss die ja doppelt nehmen wegen Zeit. Also sind wir bei 35 Runden. Machen wir 37 Runden. 60 geteilt durch. Also fahr mal. Ich tanke einfach für 37 ein. Hör mal, in 60er Rundenzeiten. 37,5 Liter brauche ich, wird mir ausgerechnet. Was? Ja. Für wie viele Runden? Wenn ich 1,40 pro Runde fahre. Nee, ich nehme 45 mit. Warte, das würde reichen für 32 Runden. Kannst du ja rechnen. Und wir fahren gerade 32 Runden. Ja, ich nehme jetzt mal Sprit für 36 mit. Ich habe für 38 6 Runden. Sorry an Hamburg, da ist jetzt wieder das. Ich nehme 40 mit. Palli, und ich tank dann. Palli, die Popel ist fertig. Ey Jungs, ich gehe mal ganz kurz nur. Wohin? Bis gleich. Goodbye, my friend. Aber schönes Feeling, ne, irgendwie. Machen nur kurz den hier rein. So, alter, geiles Feld. Und vor allem Niklas auf P2, ey. Also bis gleich, ne. Aber irgendwie gibt's keine Zuschauer. Alle haben Job, ich hab lange Welle, keine Bock auf Kittens auf dem Fernseher. So, bin wieder da. Ist jetzt keiner mehr da, oder was? Nö, sind alle Jungs in der Channel Timeout. Okay. Guten Evening. Hallöchen. Also, Leute, ich bin plötzlich 15. Alter, ernsthaft. Hey, du bist 13. Nein, bei mir sind 13. Bei mir stehen 16 Autos und die Nummer 10 fehlt. Die Nummer 10 fehlt, die ist frei. Also, sollte auf alle Fälle mit einer 1,34,4, ich guck gleich mal. Wenn er 1,34,4 auf der 1 Niklas Müller mit einer 1,34,8 auf der 2, dann Greg C, dann 4. Turn, 5. Shadow auf, der wohl inzwischen nicht mehr dein Teamkollege ist, weil er jetzt für andere Teams Gas geben will. Ist mir jetzt egal. Dann Hamburg 6,08 auf der 6, dann Lasse auf der 7, Glocki auf der 8, Spider-Man auf der 9, die 10 fehlt leider. Muss aus der Box starten. Auch im Quali. Dann, Hamburg ja, Hamburg startet dieses Mal nur von.
Also was heißt die? Ja, eigentlich schon für ihn nur. Ja, für ihn, aber nicht für uns. Ich würde mich freuen. Ja, egal. Ja, auf alle Fälle dann, ja, hier King of Rivals auf der 12, dann haben wir den dann Dingsetter, ne Spaß, dann den Dinger auf der 13, den Mighty Mo auf der 14, den Chitrus-Gamma-Sand auf der 15, den Palito-Offickel hier, wie immer. Richtig. Auf der, wie viel denn Position? Ich glaube, letzte bist du ja, ne? King of Rivals. Ich komme hier gerade. Zweite Kurve, Ausgang. Und so. Erdrich Halbweg ist immer noch so geil. Ja, ja, aber wir gucken uns mal ganz kurz an. Geht es? Ja, ne, geht. So, er dreht sich hier weg. Und ich will halt links von ihm vorbei. Und jetzt zieht er auf einmal voll nach links. Fehlt jetzt eigentlich ein Auto? Ich hatte ein bisschen Luft. Vor Glocki fällt ein Auto. Lol, warum ist vor Glocki jetzt plötzlich ein Platz frei? Dann ist AJ weg. Was, AJ ist weg? Nee, der ist da. Dann ist Hippo weg eigentlich. Later weg. Ja, Hamburg ist auch da. Hamburg ist auch da. Hamburg ist auch da. Der steht zwei Positionen rechts vor dir. Der steht auf 6. Die 7? Nee, hä? 6, 7, 8, 9. Glocki ist dann eigentlich 9. Hölle, egal. Hä? Ja, ist egal. Also würde jetzt ich sagen. Guck Leute mal ganz kurz, ob der Stream läuft. Ehrlich, welcher Skin mir am besten gefällt. So. Deiner. Nee, der von Hyper. So. Grüß dich Fanboy und grüß dich Julian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, warum können wir nicht teilnehmen in Fragezeichen? Ja, nee, egal, auf alle Fälle. Ich hoffe, dass ich euch gleich einen sehr guten Start zeigen kann. Ich dreh dich direkt weg. Ja, Party, das wäre dumm. Auf alle Fälle, für unser Team meine ich ja, nee. Also, das war auf alle Fälle, ja, für mich persönlich nicht so gut gelaufen, aber ich kann es einmal ganz kurz einblenden für euch, wenn ihr wollt. Hier, das ist die Top 10. Julian, dein Teamkollege, auf der 1. Aber Niklas mal auf der 2. Das ist sehr gefährlich. Und vor allem, Glocki ist wieder dabei, auf der 8. Netto. Alter, jetzt gleich geht's los, ne? Ich bin gespannt. Ich bin nicht da. Jürgen ist da. So, der Löhle, ich starte außen, das ist schon mal gut. Timo neben mir. Ach du Scheiße. Wir sind nicht da. Also Jungs, der vorletzte Mal, Wendy muss heute jetzt angeschmissen in der Formel 3 Liga. Wie du das ja weißt. Und ich würde sagen. Spritsparen. Ja, stimmt. Ich hab noch 5 Liter dabei. Ernsthaft? Wurde einfach nicht gespeichert, Alter. So, jetzt geht's los. Ich hab nur 5 Liter, geil. Echt jetzt? Ja, wurde nicht gespeichert. Also wie? Ich hab nur 5 Liter. Nur 5 Liter. Alter, war das ein schlechter Start. Ey, dann kann ich eh gleich wieder in die Box gehen. Hey! AJ hat dich gedreht. Jetzt lass ich extra Platz. Hat sich verbremst. Ich hab extra Platz gelassen. Hat sich verbremst, einfach so immer. Immer das Gleiche. Ja, ist so. Lass ich extra Platz und wird schön weit. Aber nee. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt gerne die Box hin oder erst meine 5 Runden da ausfahren? Liter leer, dann gewinnst du Zeit. Meine ich wirklich ernst. Mein Timo hat sich verbremst. Maxi auch. Jetzt hab ich wieder. Nee. Ja, fahr weiter, es geht hier noch gut ab. Alter, jetzt hab ich nicht mal ein Topspeed mehr. Ach, Flügelschaden? Ja, sicher. Der ist mir voll hinten rein. Und dieses Auto kannst du wieder wegschmeißen. Nee, ernsthaft. Alter, ich werde jetzt auf Punktekurs und Spider oder kommt raus. Also Paddy, ich soll jetzt nicht an die Box. Nein. Ich bin erst Zeit. Jetzt habe ich einen Leck gehabt, danke dir. Oh, ich hätte gerade fürs Team in die Karre gefahren. Ich hatte kurz Standbild. Ernsthaft. Ja, wenn wir uns angucken. Komplett ja, alles parallel durch wieder. Die erste Kurve war jetzt nicht so das Optimale. Auch ein Schaden, alles dahin. Oh, Alter, das Vorsicht. Einmal da vorne, aber nee. Alter, einmal auf P9 und dann kein Sprit.
Aber ich glaube, ich gehe jetzt dann schon der Runde an die Box, weil ich habe jetzt nur noch schon 3 Liter an Bord. Ich bin innen, Donnelling, also rechts, ne? Oh, leck. What the? Oh. Alter. Aber ich habe nicht zu Top Speed. Ich hab keinen Bock drauf. Jo, tschüss. Ja, ciao. Oder ciao. Wer war das überhaupt? AJ, der Gast, Ersatzfahrer. Da hat er dich nicht schon mal abgeschossen? Ja, 3-mal. Oh. Wie ist Kara, dich? Achtung, ich bin wieder innen. Ja. Oh, sorry. Alter, ja, ich gehe jetzt hier ohne Box. Kann die Reifen wechseln, oder? Sollte ich schon. Nein. Nicht? Okay, gut. Ist es so schwer, dass 39 Runden reichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. War so lange, wie es geht, sind und dann weg. Ja, ich habe nur noch 3 Liter und es ist mir wirklich zu gefährlich, bevor ich wieder so einen Scheiß Pack habe. Ich verstehe das nicht bei manchen Leuten, echt nicht. Wie lange dauert 39 Runden nachtanken? Geht. Also Box, wie die Box. Wenn du Glück hast, bist du gut wieder dabei. Wenn ich jetzt auch nicht da ins Kiesbett fahren würde. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich meine neue Boxen einfach da bekomme. Ich hab mich verbremst! Oh, jetzt. Oh, das geht ja richtig schnell. What the fuck? AJ ist sogar noch. Ja, nee, doch nicht. Das war Boxen-Dings da. So, we need save you, save you. Oh, ich glaube, er wurde jetzt weggemoved. Hallo? Hi, ich bin noch da. Pali? Ich bin noch da. Ich kann okay. Nicht. Außer sind alle Server. Achso, Clockmaster wurde gemoved von Bamble. Ja, warum jetzt? Und AJ hat sich im Kiesbett gedreht. Bin schon wieder 13. Komm, jetzt Punkte. Ich will jetzt endlich noch einen Punkt haben. Vor allem, von wem wurde Glocke bitte gemoved? Bamble. Wahrscheinlich von Bamble, dass er in seinen Channel kommt. Ja, schon wieder sogar 2, nee, ein DNF, okay. Wenn ich merke, Sender, dass du schneller bist, ne, dann mach ich die Motor. Ja, du, ich bin eh noch wie viele Sekunden weg von dir? 40, wird mir da gerade angezeigt. Alter, ich war zerbremst. Hoffentlich geht's in der Menge noch vielleicht ein bisschen was, aber ich denke nicht. Oh, verbremst, Alter! Die Körbs, ne, die sind so scheiß schlecht, ey. Jetzt habe ich hier AJ hinter mir. How much gas is left? Was? Ja, ich habe mit Gutschiff geredet. So, oh, ja, wer ist Good Shift? Crew Chief. Wer ist das? Kennst du den nicht? Nee. Das ist dieser, der sagt Turn Right. Ach, der, stay on. Ja, okay. Fuck. Aha, läuft. Ich hab fast einen Motorschaden. Das Brot schon, aber er fährt noch. Gut, das wäre Platz wäre. Das wäre gut. Na, ich fight hier gerade mit AJ. Das Problem ist jetzt, ich habe keine Beschleunigung mehr. Oh. Ich bin halt so gut wie fast Kindheit. Stay. Alter, der macht es so gut, ne? Hat gemerkt, dass ich dann wieder innen reinstehen will, aber hat es nicht geschafft. Geil. Alles klar, Timo. Was hat Timo jetzt gemacht? Nix, alles gut, aber der geht in dieser schnellen Rechtskurve immer quer. Okay. Ja, ich bräuchte noch 3 Positionen. Ne, 4. Boah, jetzt sieht mir AJ weg, geil. Für mich ist er nicht heute auch schon wieder gelaufen, wahrscheinlich. Ich auf jetzt. Nur so ein scheiß Sprit, ey. Wenn ich jetzt trainiere ich mal nicht, ne, und dann habe ich mir auch einen Lack. Mit Timo ist wieder nah genug an den Punkten dran.
Aber so viel Leistung verliere ich gar nicht. Ja, ich verliere richtig viel Zeit. Dank Clocky Setter wahrscheinlich. Nein! Lol. Ich hab Gas gegeben, jetzt ist die auf das Team orientiert. Fuck. Ich bin grad 1,4 Sekunden schneller. Alter, 1,6 Sekunden schneller. 38,3er, LJ geht mir weg. Alter, ich verpenne mir diese scheiß erste Kurve, Mann. Komm wieder ein Timo ran. Perfekt. Timo, ich komme. Dass Timo erstmal Punkte bekommt, muss erstmal an mir vorbei. Ja, ich will auch einen Punkt haben. Nee. Doch. So viel Leistung hat der Motor dann schon noch. Der war gut. Aber ohne Witz, der ist echt dunkelorange. Und da würde ich jetzt an der Stelle mal früher schalten. Ja. Würde ich dir auch empfehlen. Und ich hab mich in der ersten Runde wieder. Nee, früher schalten, das geht schon. Ich hab mich. Viel unterscheiden. Ich hab mich gerade wieder angebremst. Wenn du früher runterschaltest, passiert dir selber, was du gerade gemacht hast. Dann ist mein Motor im Arsch. Gibt ja den wie immer gelbe Flaggen, was geht denn dort? Ich komm auch immer gelbe Flaggen durch, im dritten Sektor durch. Oh, Edge, komm raus, Edge, komm raus. Edge ist sehr, sehr langsam. Ja, ich habe jetzt mich in einer Runde wieder hin. Timo war auch draußen, oder? Ja, Timo war auch draußen. So, dann Linger ist 11. Alles. Okay, you are half second behind him. Please catch him. Find him, please. Aber da sieht man, wie AJ, ja, langsam aber ist ich in der Runde. Aber Timo auch richtig hart sogar. Was sagt Crew Chief immer? Don't try to break later. Just hitting every apex. Und den gibt's auch für Assetto Corsa? Ja. Ja, das gibt's für jedes Racing-Spiel. Echt? Auch Project Cars, ja. Naja, Alter, lol. Okay, ich dachte, den gibt's nur für Race Room. Nee, den gibt's für alles. Lol. Aber irgendwie läuft's nämlich gerade nicht so. Entschuldigung, irgendwie letzter geworden. Ja, ich glaube, die Woche ist nicht so gut. Für dich, Sen. Ja, aber ich meine, was kann ich dafür, wenn bei mir das Spiel nur 5 Liter mitgeht, obwohl ich so viel angestellt habe? Ja, du hast einfach Unglück. Ja, gut. Aber Sen, ich freue mich. Ah, ey, meine Nase jetzt auch noch. In dem Episode muss ich auch noch üben. Boah, Alter, ich habe gestern trainiert, ich kam nicht zurecht. Ich bin in 0,59 gefahren. 0,59, 6,08 bin ich gefahren. Ich glaube, ich bin auch so in den Dreh gefahren. Ich bin nur die GP-Variante gefahren. AJ kam wieder mal erneut raus. Rasen. Oh, lol. Oh, Polly. So, als mit dir. Ah. Doch, Rasen. Lol. Attackieren, oder? Jungs, ich fahre recht schnell. Eieiei. Zeit von mir. Mit fast kaputtem Motor. Du willst noch Motor schauen, ne? Das wäre gut.
Ne, das passiert mir jetzt nicht. Muss vor allem dich in der Harnale richtig gut rambremsen. Mit Glock ist der okay, das richtig gut. Ja, mit diesem nicht. Ich habe die zweite Kurve, also die glaub, erste Harnale sozusagen. Wieder auf Rasen gekommen. Und die zweite runter, aber der zweite ist so kurz übersetzt. Da habe ich mich so scheiße angebremst, geil. Und das hat meinen Motor gekillt. Deine Motoren gekillt. Oh, es ist 1935, 1. Da haben sich die Kollegen gefreut. Crack C auf der 2 jetzt. Wo sie das mitbekommen haben. Motor überdreht, ist da? Nein. Och man. Mensch, was ist los mit euch? Doppelter Knock Racing Fehler gerade. Beide verbremsen sich. Alter, AJ ist echt schnell. Ja, der macht aber in der Kurve immer Fehler dann jetzt hier. Lokis kannst du gut fahren hier in der Gebäude. Ja, nein, oh, da vorne ist Timo. Timo ist da vorne schon. Und du wieder? Nein, du gehst nicht da jetzt rein, lieber. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab mich wieder verbremst. Ja, am Gras hast du dich, glaube ich, verbremst, ne? Ja. Bauen euch ihre Reifen auch so schnell ab. Ja, ich guck gar nicht gleich mal. Jetzt komme ich noch auf den Curb, jetzt werde ich noch aus. Ey, sag mal. Jetzt ich, es ist immer so, immer in diesen Rennen. Oh. Dann kommst du einmal gut mit, dann machst du einen Fehler, dann bist du raus. Alter, jetzt sind wir schon die Überrundung angezeigt, alles klar. Ja, er ist 35 Sekunden entfernt. Dann 50. Boah, hab ich gerade Zeit verloren. Alter, wie fahr ich diese scheiß Haarnadel, ey? Ist ja normal. Ah, Fehler gemacht, aber nur knapp. AJ und Timo betteln sich gerade heftig, also ja. Naja, ich sehe schon, ich komme auch hin, ein bisschen hoffe ich. Wenn du schnell genug bist, kommst du ran und dann am beiden gleich vorbei. Ja, das wäre gut. Aber du bist ja der 10. ne? Hm? Ah, du wirst mich eh nicht vorbeilassen von da an. Na hä? Glaub mal einen Punkt. Ja, ich brauche die noch. Im WM-Kampf brauche ich die noch. Ja, ich brauch auch einen Punkt. Ich will nicht ohne Punkte heimgehen. Vor allem das Schlimme ist ja, unser Team hat nicht mal einen Punkt. Aber heim war jetzt immer noch auf dem 12. Platz, das ist halt nur Vorletzter. Wer ist Letzter? Heimer Erzähl. Elastic, Plastic und Blacky Man. Fahren auch nicht mehr mit. Aber wir fahren ja mit, weil Spaß macht, keine Punkte zu sammeln. Ja, eigentlich schon, aber. Alter, ich hole nicht auf. Ist ja abnormal. Mein Lenkrad hat irgendeinen Aussetzer, wenn ich lenke. Lol. So wie ich gestern? Ja, ich habe eine richtige Todzone jetzt. Ich hatte zwar vorher schon Todzone, ne, aber jetzt ist sie ja noch schlimmer. Ja, wie so ein Controller, Alter. Hey, ich fahr gerade mit Controller. Nee. Was ist überhaupt für ein? Den Controller? Ja. Nein, das ist Thrustmaster. Oh, alles klar. GPX Light Master. Ja, okay, ist gut. In der Ferrari Edition. Aha. Ich seh damit auch schnell. Ja. Alter, ich hab jetzt schon in einer Runde 3 Sekunden aufgeholt. Vor allem, man ist auch schnell mit dem Setup von Niklas. Wo warst du schnell? Wo warst du schnell?
Nee, weil Niklas hat mir ein anderes Setup für den Controller gegeben, weil ich mit der schnelleren Stelle gefahren bin. Und Niklas hat mir ein anderes Ding gegeben. Aber Timo hält gegen Snowsman noch durch irgendwie, fällt mir auf. Timo hält gegen Snowsman, ging's los, ne. Gegen Agent noch ganz gut durch. Ja. Also quasi der kommt nicht vorbei, der AJ. Ist auch wieder gut für mich. Ist auch gut für mich. Ja, nicht gut für mich dann, wenn du wegfährst. Doch, ist what the fuck? So, Alter, was habe ich jetzt gemacht, ey? Mein Reifen ist schon orange. Also gelb. Alter, was schaffst du? Und Edge hat sich gedreht mal wieder. Der Lol, der steht. Ich glaube, der hat DNF, glaube ich. Was schaff ich? Ich fahr halt brutal. Jetzt habe ich Timo vor mir. Hat das eventuell was mit ihm zu tun? Ich denke nicht. Weißt du, was ich nicht geübt habe? Die Boxeneinfahrt. Ja, das Kiesbett ist nicht so wie in F1. Aber du spielst ja keine F1. Doch, ab und zu schon. S16er meine ich. Ja. Hast du das? Ja. Lol. Nur 1,40, ja gut, mit einem Quersteher da schon. Ich habe jetzt noch 36 Liter, die reichen noch, oder? 36 Liter? Ja. Ich habe 27 noch. Ja, ich habe ein bisschen zu viel wieder mal getankt. Oh, fuck, war das knapp davor. Beim Runterschalten, knapp vom Roten. Ich bin auf der langen Geraden da jetzt. Ja, war klar. Also ich könnte noch 23 Runden fahren. Oh. Alter, nee, ohne Witz, Mann. Das connecten sie, Alter, wenn ich letzter werde. Ja, vielleicht sind dann nur noch 10 über. Ja, das wäre hilfreich, oh. Aber. Oh. Weit rausgekommen. Habe ich auch ganz sicher Punkte. Ich will auch mal Punkte wieder haben, Mensch. Hallo, du hast mehr wie ich? Ja, trotzdem. Punkte stehen mir trotzdem zu. Nee. Und wenn ihr Spiel mich wieder verarscht. Ja, ja. Wurde fast jeden Rennen abgeschossen. Ja, ich ja auch. Wurde auch letztes Rennen abgeschossen. Ja, letztes Rennen, wow. Mit dem ehemaligen Teamkollegen. Ich wurde letztes Rennen abgeschossen. Ich wurde vorletztes Rennen abgeschossen, wo ich da war. Oh. Wurde ja eigentlich fast jedes Rennen abgeschossen. Ja, ich auch. Seit Norris Rennen habe ich kein Rennen mehr beendet. Bäh. Läuft. Doch, Spa. Ja, aber da wurde ich auch abgeschossen. Ja, aber jetzt... Karabin leck. Ja. Timo ist in Reichweite, aber der bringt mir auch plus P11 und P11 ist nix. Stimmt, das habe ich sogar beendet. Hatte ich da mit wem noch ein paar Battles? Mit mir nicht mehr, weil ich ihn aufheben schon dann Mauerwurf hatte. Und dann ging mir der Sprit aus. Ja. Das ist nicht so hilfreich. Dann kam ich mit 0,0 Liter in die Box. Läuft. Gerollt? Ja, Motor war aus. Kann man doch mal machen, oder? Letzte Runde dann so. Getankt und noch eine Runde gefahren. Läuft. Ja, Hamburg hat ja beim Live-Rennen können. Benzin, ne? Los, ne, ging auch der Sprit aus, oder? Nee, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Mal Live-Rennen wieder nach Runden fahren. Nee. Warum? Wird aber jetzt nicht mehr gehen. Warum denn? Ja, dann kann man Sprit besser einteilen. Sag mal, geht ihr dann nicht an die Box? Wann? Ja, jetzt dann mal irgendwann. Nee. Fährst du durch? Nee, aber es ist erst 8:30. Ja, trotzdem, weil 30 stopp ich ja nicht immer, weil dann Halbzeit ist. Ja, ich stopp immer ein bisschen später. Okay. Ja, nee, weißt du, dann bekomme ich die vielleicht. Undercut versuchen, oder was? Nee, ich hatte kein Benzin mehr. Ja, aber wie sieht's denn mit Timo aus? Keine Ahnung. Fährst du durch?
Ja, ich kann durchfahren. Ja, ich kann auch durchfahren. Ja, meine Rams sind dann noch am Arsch, aber juckt mich nicht. Frage ist, ob ich's mache oder nicht. Naja, ist deine Entscheidung, aber mir wird's helfen, weil dann hätten wir noch einen Fight. Nee, du bekommst mich auch so, wenn ich nicht stopp. Beziehungsweise wenn ich stopp, dann bist du weit vor mir. Naja, gut, ich hab Timo vor mir. Der Timo ist auch dann weit vor mir. Aus dem Grund, weil stoppen dauert circa eine halbe Stunde. Bäh. Ja, ein Project Cars. Ja. Es ging vorher im Totenrennen dann wieder, oder? Totenrennen ging's wieder, okay. Der Buggy. Und kurze Info, ihr habt 0 Punkte geholt, ne? Das heißt, Max, er ist erstmal am Start durchgezogen, weil er nicht wusste, dass wir da erstmal ab Linie machen, ja, und dann Motorschaden. Der erste Alpine in die Luft gejagt. Wow. Project Cars hatte ich auch noch keinen Motorschaden. Ja, es ist einfach easy, einfach auf der Geraden einfach runterschalten. Okay. Dann macht er halt. Alter, ich komme jetzt. Ich pressure gerade sowas von, ich hole auch auf dich auf. Ich bin halt jetzt bei 50% vom Grip. Timo bleibt trotzdem draußen. Was die Reifen noch haben. Ich hab, ja, sagen wir mal so, an 80-90% noch. Achso, du hast die andere App nicht, ne? Was den Grip anzeigt. Nee, hab ich nicht, ich glaube nicht. Oh, Timo hat einen Fehler. Alter, Abschuss! Abschuss! Abschuss? Timo, also, was heißt Abschuss? Timo hat sich von selber abgeschossen. Auf Wies und dann voll gegen die Mauer. Aber er hat's retten können. Abschuss. Nennt man Abflug. Ja. Ja, ist okay, aber ich wollte es dir nur sagen. Ja. Aber er ist immer noch vor dir. Halt beiseite. Eppen Battle geht mal wieder in die nächste Runde. Boah, ist das Untersteuern heftig durch die Kurven. Boah, ey, wie viel bremst der denn hier? Wird auch gerade ein Abflug. Und vorbei? Was vorbei? Bin ich jetzt vorbei? Ja, bin ich. Vorne und hinten ein bisschen angedetscht, aber. So, mein nächstes Ziel P10. Ich glaube, ich fahre sogar auch durch, wenn du durchfährst. Ja, ich war ja schon an der Box. Ja und? Aber ich bin ein besserer Rennpacecard als du, merkst du doch. Ja, das ist ja das. Dann bringt ja nicht eh nichts, wenn du durchfährst. Ja, noch mal die Position an Timo verlieren, weil Timo jetzt an die Box geht. Timo fährt an die Box? Ja. Ja, dann hat er ja Flügelschaden. Ja, nee, ja, das ist entweder oder er hat nur noch kein Benzin mehr, weil er nur für die Hälfte wieder mitnimmt. Nee, er fährt doch immer für voll. Dann. Echt? Ja. Ich hab keine Ahnung. Also mir reicht der Sprit. Knapp, aber erreicht. Ja, das hat es ja auch nicht den Bug, wie ich. Ja. Vom Bug in den Palace. Wenigstens ist es nicht so wie Live-Rennen. Warum denn? Sprit sparen, Sprit sparen. Ach scheiße, ich wurde ja überrundet. Ja gut, das war ja auch von mir da, aber der, wo sich der Hörsel Power da so vor mir weggedreht hat, ne? Das war auch nice. Ich weiß nicht, ob du da noch zugeguckt hast gegen Ende. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ja, konnte ich verstehen. Aber es ist noch hinter mir. 12 Sekunden. Okay, die Pace ist wieder da. Bin wieder drinnen. Jetzt bringt ja eigentlich eh nichts, ne? Wenn du jetzt nicht an die Box gehst. Ja, dir auch nichts. Ja, doch. Das wäre? Eine Platzierung. Ja, wenn ich nicht gehe. Ja, dann nicht. Beziehungsweise, ja, gut. Gut, es ist halt jetzt abzuwarten, ob ich jetzt pushe oder nicht. Pushst du? Das sag ich doch dir nicht. Das sehe ich an den Rundenzeiten auch. Ja, gut. Und nein, ich fahr schneller. Ja, liegt daran, dass ich noch einen Fehler gemacht habe. Ich auch.
Ich habe mich in die Haarnadel verbremst. Ich habe die Haarnadel quer gefahren. Aha. Ich hätte fast meinen Motor gestartet. Ja, gut, dann mach's doch. Auf. Ne, mach ich nicht. Dann werde ich dir ja einen Punkt geben. Ja, wäre doch gut. Aber mal ganz kurz. Okay. So, der Löhle. Der Löhle. Du musst in die Box fahren, das geht nicht anders, Jungs. Was, du musst an die Box? Du auch, 100 Pro. Hätte mir das los, wenn wir jetzt überschieben. Wo ist Polly eigentlich? Das ist der fliegende Reifen, die waren. Bin jetzt bei 30% Grip. Ja, jetzt dreht's mich, Alter. Genau deswegen. Ja, nee, weil ich den Körper berührt habe. Es ist halt der Scheiß an Clock ist Setup. Alter, komm ich da jetzt gerade weit raus. Das fahr ich echt durch. Könnte ich vielleicht noch kriegen. Aber ich denke, dass ich wahrscheinlich an die Box muss. Muss auch, glaube ich. Das Problem, ich will nicht. Ne, ich will auch nicht. Weil ich dann weiß, wenn ich jetzt an die Box gehe, dann wirst es du probieren, dass du durchkommst. Nein. Nicht? Ja, du, meine Reifen. Fuck! Wird mir Sprit knapp. Wie viel Liter hast du noch? Ich hab nur noch die Hälfte über. Oh, dann würde ich ein bisschen tanken. Das geht ja auch. Hau mal Liter rein, dann passt das schon. Und dann ein bisschen Schwarzschiff da. Ich bin eher so der Typ, der was Sprit spart. Was, Polly? Schreib in meinem Postfach, ich lieb jetzt das Internet. Da konnte ich jetzt nichts machen. Bist du noch drin? Ja, aber der zieht mir das jetzt, der ist da voll ausgewartet. Aha. Bei der Rider war in der Box. Echt? Ist er noch oder fährt er? Neunter. Fährt er jetzt noch oder? Bei der Rider. Fährt er schon wieder, meine ich. Ja? Oh, der ist genau hinter mir. Ich habe wieder so viel Unluck, ne? Das gibt's nicht. Wo bist denn du gerade? Jetzt auf der Geraden. Also nee, ich Geraden. Bin gerade auf der vorherigen Geraden bin ich jetzt. Auf der Stadt. Hornadel jetzt schon? Nee, aber jetzt stehe ich auf der Bremse. Okay, ich gehe jetzt aufs Gas für die Gerade. Ah, oh, alles klar. Ich könnte tatsächlich fies sein. Und voll betteln mit ihm. Bringt aber mir und ihm nichts. Aber okay. Dann bettel ich halt mit ihm. Ja. Jetzt ist er schneller. Ist ja doch halt wheel to wheel, kann das sein. Attackieren halt trotzdem. Wir zwei? Nee, du mit dem. Ja, ja. Wieder will. Nächste Runde komme ich rein. Oh. Was ist jetzt schon Blue Flag? Alles klar. Hm? Na, alles gut. Problem ist, dass Sprit sparen, aber Reifen Mörder. Okay, Greg, sie auch in der Box. Genauso wie Niklas Müller. Low auf. Genauso wie es los, ne? Ah, der Shadow ist fünfter plötzlich in meinem Gast. Hey.
Cameron hat auch Crew Chief. Was hat er? Crew Chief. Ja, woher weißt du das? Weil er gerade gesagt hat, dass er jetzt führt, weil er in der Box wahrscheinlich weiter vorne steht. Wo hat er das gesagt? Bei Crew Chief. Ach, hör, es hat... Die, was auch in dem Spiel drin sind und auch Crew Chief haben, sagt er dir. Lol. Ist ja das Geile dran. Ah, okay. Ist ja geil, aber das lenkt doch einen beim Fahren all the time ab und vor allem, ja. Ne. Der hilft dir sogar noch voll. Läuft. Also ich finde, dass er echt was bringt. Boah, hm. Oh, das war gerade voll abgekürzt von mir. Das ist so eine Art Sprachsteuerung, oder wie? Jo. Okay. Ich muss auch mit dir reden. Gibt halt unzählige Commands, was du ihm fragen kannst. Ist mein Penis big, oder wie? Ja. Der Cocktail. Ja, genau. Jetzt hast du gehst an die Box. Ach, fuck. Stimmt. Nee, ich war noch. Mhm. Vielleicht komme ich ja gar nicht mehr. Und ich hab dich nur verarscht. Ich weiß. Glaub, ich dachte, du kommst an die Box. Ja, ich war der, bis du reingehst. Ja. Ja, ernsthaft. Ich warte, bis du reingehst. Nee, mein Freund. Das ist so ein Problem. Es wäre ja ein Undercut gegen dich, wenn ich vor dir reingehe. Ja und? Ja, logisch. Weit genug weg. Meine Vorderreifen sind beide rot. Geil. Meine auch. Meine Hinterreifen ist auch schon rot. Beide. Also eher alle. Alle sind rot, ja. Sechster Gang. Siebter. Ach, suchst du den auch immer? Ja, ich finde den bloß nie. Ich hasse das, wenn du mit H-Shift da fährst und du keinen fünften Gang hast, so wie alte Autos, und dann schaltest du so im fünften hoch und triffst aufs Gas und Motor dreht nur hoch und du denkst so, was? Mhm. Alter, ich komm nicht in die Box rein. Ich hab so viel untersteuern. Ja, ja. Nee, echt jetzt. Ja, ja. Kannst du das wohl auch auf Deutsch sagen, oder wie? Was? Das Crew-Shifting-Dings da. Nee, musst du auf Englisch sagen. Ja, yeah, think Box. Boxes Lab. Der kennt dich dann, oder wie? Hm? Der kennt dich dann. Ja. 2 Liters. Ernsthaft? Ja. Läuft. Legen 2 Liter noch in die Box vorne. Ah, alles klar. Wie viel hast du gerade noch? Liter? Ja, was denn sonst? 15 Liter. Oh, ich hab 25. Und 15 Liter werden wir wahrscheinlich nicht reichen. Nee. Also hau ich 2 Liter drauf. Ne, der Mini-Stop. Geil. Also ich fahr jetzt. Hilft nichts, ich hab nur noch 12% Grip vorne links. Noch Reifenwechsel auch? Ja, natürlich. Okay. Meinst du, ich fahr nur zum Tanken an die Box? Ja, hab ich gemacht. Und du fährst dann auch? Oh, nein, Fehler gemacht, geil. Jawohl, dann kann ich jetzt in die Box fahren. Ey, ohne Witz, ich habe immer so viel Anlack. Oh, untersteuern. Oh, jetzt fahr vorbei, Mensch. Untersteuern des Meine Todes. Herren. Ich weiß nicht, wo meine Box ist da vorne. Oh, ey, der ist jetzt schon in der Box, wenn ich gerade in der vollesten Kurve bin. Alles klar, Mann. Stehst du jetzt? Ich stehe. Ja, wie lange hast du noch? Bin fertig. Alter, ohne Witz, ich fahr jetzt nicht an die Box. Hinten kommst du. Nee, das ist slow. Ja, ich hab mich inzwischen auch überrundet.
Weißt du, was dein Vorteil ist? Sieht so aus, die neuen Reifen. Was, Blue Flag? Oder Cammy? Ich bin auf Number 12. Oh. Pass es, wenn er es nicht versteht. Fastest Lap of Number 11. Muss ich mal links schicken. Der Wampf verbremse ich mich jetzt auch noch. Weil deine Reifen im Arsch sind. Ja, nee, ich bremse wie vorher. Ich bremse so, dass die Reifen nicht blockieren. Ey, da musst du dann eher bremsen, ne? Da ohne Witz, Mann, wieder Elfter. Wieder. My fastest lap. War Timo an der Box? Oh, der versteht mich nie. Fastest lap. Alter. Fastest Lap. Hört mich nicht. Das regt manchmal echt auf. Ich hab so viel Unlock, ne? Ja. Also wenn ich jetzt keinen Motorschaden habe, ist das der erste Punkt für mich. Hockenheim wird meine neue Lieblingsstrecke, Jungs. Wir müssten echt mal nur so ein Special Event mit denen auf der Nordschleife. Ja, ist gut einfach jetzt. Nur so Platz für Fun. Ja, ist gut jetzt. Ich bin wieder nicht dabei, geil. Boah, ohne Witz, Mann. Ja, toll, jetzt bin ich noch letzter.
Noch wer da? Ja. Okay, gut. Bist wieder von Bayern Timo, habe ich gehört. Ja. Alter. Ich bin auch hart am Battle bei euch. Wie heißt das Ding nochmal? Crew Chief. Ah. Warum? Habe ich auch noch nie gehört. Kostet das was? Nee. Okay. Kannst du halt bei jedem Spiel auswählen, was du hernehmen willst und dann. Naja, logisch. Ich nehme es jetzt zwar im Project Cast nicht her, weil da redet er eh so viel, aber. Alter, ich komme nicht an dem vorbei, ohne Witz. Das ist eine Schwelle, sowas muss man vergessen, ne? Probier es einfach, dass du vorbeikommst. Ja, was bringt mir das P11, du? Ja, und? Wäre ich lieber Letzter? Geht um Spaß. Ja, für mich ist es kein Spaß. Ach komm. Wenn ich mit einem Fighter um den so 0 Punkte geht. Dann macht das richtig Spaß, weil dann ist egal. Wenn du mal bisschen härter fährst oder so. Haben wir wohl auch jetzt warten, bis er berundet wird, aber er schafft es anscheinend nicht. Ich glaube, ich fahre schon seit keine Ahnung wie viele Runden hinter Niklas her. Und er kommt auch nicht gerade so weg von mir. Hamburg kommt eigentlich an mir und Timo vorbei. Ist auch gut, ne? Timo war aber immer noch. Jetzt hat nett. Hä? Timo war doch noch nicht in der Box, oder? Ja, der fährt durch. Also müsstest du jetzt die größte Chance haben zu vorbeikommen. Ja, er macht ja auch Fehler, aber macht halt immer zu viel, wenn ich schneller bin als er. Immer, ich bin in der letzten Kurve fahre ich immer besser aus als er. Aber in der ersten Kurve ist mich das zu überholen. Nee, ist es nicht. Schaffe ich nicht. Jetzt habe ich nochmal eine gute Chance. Hinter mir ist auch noch Hamburg. Ich lasse immer alle ab 0,3 vorbei.
Alter, huhu. Das war sehr riskant gerade. Hohoho. Ganz innen ist 90 Grad zur Kurve Reifenblock hinlassen. Und ich hab's geschafft, mich nicht zu kollidieren. Hinter uns auch noch eine Überrundung. How much fuel is left? Oh, das wird verdammt knapp. Fang schon mal das Schaltschiften an. Hier kann man keinen Platz machen. Tut mir leid, da braucht man sich nicht attackieren. Ich muss gerade ziemlich heftig Schwarzschiff, das schaffe ich nicht im Sprit. Und ich habe aber nochmal 2 Liter draufgehauen. Warte, jetzt bin ich gerade hinter Hamburg jetzt. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Hinter mir ist jetzt mal keine Sau, ja, wobei lass das auch nicht so weit weg. Doppelten Windschatten, oh. Ne? Kleiner ja. Tipp, wenn du im Zweikampf bist und hinter dir sind ein paar zum Überrunden, also was vorbei wollen, lass ihn vorbei und häng dich hinter ihm ein. Ja. Weil er muss ihn auch vorbeilassen. Ja, mache ich ja gerade all the time. Okay. Und dann kannst du halt besser versuchen vorbeizukommen. Habe ich nur noch überrundet hinter mir. Aber die kommen auch nicht näher. What's the fastest left of P1? Hm? Ach, die Time. Leck mich am Arsch, hat der eine schnelle Runde. Was denn? Los, nein. Wer, was denn? 1,35. Läuft. Im Rennen. Kann man doch mal machen. Ja. Hat der Timo und ich kommen beide gleichzeitig raus und vorne gleichzeitig beide wieder rein. Läuft. Hoffentlich läuft es morgen wieder besser. PD wird eh wieder 50er Zeiten von, weil er einmal die komplette Schikane cuttet. Nehme ich jetzt einfach mal so an. We need more praise, we need more praise. Schau mal, was die schnellste Runde von Timo ist. Das war, sag mal. The fastest lap of P11. Und? Hä? Es hat er mit dem von ersten gesagt. Nein, ja, ich glaube, das geht nicht. Geben. Egal, macht nichts, ist er nicht gefahren, denke ich. The fastest lap of P11. Es sagt mir eine 1,35,1. Ja, stimmt nicht. Ich muss jetzt sein wie ich gerade. Alter. Noch 5 bis, sagen wir mal, 6 Minuten aufgehobene Zeit, den hier sitzen und zu überruhen. Ich komme nicht hin. Ah, oh, scheiße. Alter, wo soll ich denn vorbei, Mann? Alter, Wheel to Wheel gerade auf der Geraden. Alter. What the fuck?
We need this place. Come on, you. Let's fight with him. The best points are straight line breaking point. Hab ich ein Glück? Oder nee. Fuck. Was hast du jetzt? Ich muss brutal Shortshift, sonst schaffe ich nichts. Was? Spritwehrmotor. Mhm. Oh, und Hamburg! Hamburg Offroad. Hamburg war kurz Offroad. Ah ja. So, do any action, not crash with him, but do any. We need the rules, but using any rule. Using any rule. How much fuel did I have left? Okay. Hast du gehört? Was ich gesagt habe? 3,5 Minuten. Läuft. Aber hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Using any rule. Nutze jede Regel. Ja. Also ich werde jetzt mal hier angreifen, weil ich lasse mich jetzt hier nicht nochmal verarschen. Ist ja abnormal. Low snail iPhone 35.0. Er fragt mal jetzt, was die P11 ist. Wer bist du? P12. Oh, hat sich gerade gestampelt. Bräh. Alter, wenn du es noch austeilst und er noch Punkt 10 bekommt, Platz 10 bekommt, ne, ich tick aus. Jetzt zieht er mir auch gerade wieder weg. Warte, ich frag nochmal. What's the fastest lap of P11? What is the fastest lap of P11? Ja, ist egal. Oh, und Timo ist Offroad. Geil. 1,37. 6 ist er gefahren. Alter. Was ein 37,6? Mhm, war seine schnellste. Okay. Bin es inzwischen vorbei. Weißt du, das habe ich mir aufgehisst. Wie viel Sprit ich noch überhaupt? Ich habe noch 10 Liter. Ich habe noch 2 Liter. Mhm. Bei mir ist gerade die Warnlampe angegangen. Oh, und Timo dreht sich. Das willst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Schaff ich. Now we think 1 minute remaining. One minute remaining. Ja, das weiß man. Alter Scheiße. Was ist jetzt mit Timo los? Deine Reifen sind komplett im Arsch. Denkst du? Ja. Woher weißt du das? Hab gerade nachgefragt. Und was sagt der? Ja, dass sie ziemlich alt sind. The tires are very old, oder wie? Ja. Meine? Weil, hast du P11 gefragt? Nee, ich hab nicht nachgefragt. Aha, aha. Aber sie sind alt, weil sonst wäre ja komisch. Aha. Jetzt kapier ich's. Was hab ich nochmal einen Fehler gemacht? Bitte, bitte lauf die Zeit ab, bevor ich über die Linie komme. Nein, bitte nicht. Ach scheiße, seht ihr die Führende, ne? Ja. Dort schifft nur. Ich muss das Ding jetzt rollen lassen. Listen, final lap. Wie weit bist du hinten? 11. Beziehungsweise jetzt gleich Mercedes an, der Eingang Mercedes Arena, glaube ich, heißt es.
ist nix. Oh, Kiesbett noch mal kurz. Oh, es reicht. Musst du noch schnell in die Box, sonst wäre ich nicht durchgekommen. Los, Nick, hat's weggerät. Der hat gewonnen. Ach so, das kann auch sein. Aber mir hat er gerade gesagt, dass Drake das Rennen anführt. Lol. Oh fuck. Wollen ins Kiesberg rein. Aber ich sag heute nichts mehr. Also das gibt ein paar Donuts. Juhu. That's my first point. Lol. What the fuck? Wir sind der einzige am Server. Ne, wir sagen, das war's dann erstmal von der heutigen Lauf der GT3-Liga. Bis dann.